Nun, Prime, du hast uns für unser Geld eine schöne Show geliefert. Eine was? Aua! Aber Prime, gewiss wirst du uns diesmal nicht entwichen. Wache, sind schon irgendwelche Kreuzigungen für heute angesetzt? 139, Herr. Eine besondere Feierlichkeit, das Passafest. Fein. Dann haben wir jetzt 140. Hübsche runde Zahl, was, Longus? Heil, Cäsar! Heil! Das Volk draußen wird unruhig, Herr. Ich bitte um Erlaubnis, es etwas zerstreuen zu dürfen. Also bitte sehr. Aber was wird aus meiner Ansprache? Ja, also irre ich, aber... Meine Ansprache ist immer ein Höhepunkt des Festes und mein Freund Schwanzus Longus hat den weiten Weg aus Rom gemacht, um sie zu hören. Heil, Cäsar! Heil, Cäsar! Ihr könntet nicht erwägen, sie dieses Jahr vielleicht auszulassen, Herr? Die Ansprache? Nun ja, es ist nur so, dass eine merkwürdige Stimmung da draußen. Also, weißt du, mein Pester, ich bin überrascht, einen solch tämmigen Schwertträger wie dich vor dem Pöbel wanken zu sehen. Ein bisschen gewittrig da draußen. Führt den Burschen ab! Ich bin ein Römer! Ich kann es beweisen, ganz ehrlich! Und schlag ihn mir schön ans Kreuz! Longus. Das würde ich wirklich nicht. Husch, husch, hinfort! Warte, lass mich mitkommen. Es ist bestimmt sehr zuträglich, wenn ich dir zur Seite stehe, wenn es zu einer Krise kommt. Nein. Liebes Volk von Jerusalem! Rom ist euer Bruder! Zum Beweis unserer Freundschaft ist es Sitte in unserer Zeit, einem verurteilten Übeltäter die Freiheit zu schenken. Wem würdet ihr mich bitten, die Freiheit zu schenken? Lass nur Julia frei! Ja! Sei es drum. Ich werde also Schmul die Freiheit schenken. Herr, wir haben keinen Schmul, Herr. Was? Wir haben keinen Mann dieses Namens, Herr. Wir haben hier keinen Schmul, Leute. Wie wär's da mit dem schönen Perlhaft? Zenturio, wieso wird hier so albern gekichert? Das ist nur... Sie sind ausgelassen. Könnte es sein, dass Sie Schabernack treiben? Oh nein, Herr. Also schön dann. Dann lasse ich ihn frei. Pernhard den Schönen. Herr, einen schönen Pernhard haben wir auch nicht. Kein Schmul und kein Pernhard? Tut mir leid, Herr. Wer ist dieser Schmul? Wer ist dieser schöne Pernhard, den du nanntest? Er ist ein Verbrecher! Klingt nach einem notorischen Verbrecher. Den haben wir aber nicht, Herr. Wir scheinen überhaupt niemanden mehr in unserem Kerker zu haben. Oh doch, Herr, wir haben einen Samson. Samson? Samson, der sadduzäische Ochse, Herr. Silas, der syrische Sittenstrolch. Diverse subversive Schriftgelehrte aus Caesarea. Und 76... Nicht zu Ihnen sprechen. Oh nein, bloß sehr nicht. Schön. Guter Gedanke, Schwanzius. Zuhören, zuhören. Wir haben einen Samson, den sadduzäischen Ochsen. Silas, den syrischen Sittenstrolch. Diverse subversive Schriftgelehrte auf Caesarea. Sollte das mit dem zusammenhängen, was ich sagte? Dieser Mann hier befehligt eine stolze Legion. Er ist ein beliebter Redner und Schöngeist.